Ja, wenn ich an die Adventszeit denke, habe ich sehr viele Erinnerungen, gerade als die Kinder klein waren und wir jeden Adventssonntagabend uns zusammengesetzt haben, wieder eine neue Kerze entzündet, Plätzchen gegessen, Lieder gesungen, Weihnachtsgeschichten erzählt. Das war immer eine ganz tolle Zeit, bis es dann dazu kam, dass denn vier Kerzen brannten und dann war es nicht mehr weit bis zu dem Tag, an dem die Kinder so ganz sehnsüchtig erwarteten. Wenn ich an Advent denke, dann denke ich auch an die vielen Lichter, die überall entzündet werden. Und dann denke ich daran, dass ja im Alten Testament schon geschrieben steht, dass ein Volk, das im Finstern sitzt, hat ein großes Licht gesehen. Und als Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, da konnte er von sich sagen, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wandelt nicht mehr in der Finsternis. Wir müssen nicht im Finstern sein, auch heute nicht in dieser Pandemie, wenn wir uns an das Licht Jesus Christus wenden. Und das ist mir gerade in diesen Tagen jetzt noch mal ganz besonders deutlich geworden. Und ich freue mich jetzt auf die Adventszeit, dass man die Tage einfach genießen kann und bis dann dieser große Tag kommt, wo wir die Geburt Jesu Christi feiern.